Gut, also, Pascal wird mich jetzt auf dem Laufenden halten. Ich habe mein Handy hier nebendran liegen mit Telegram geöffnet. Er wird mir sagen, ob ihr mir eine Rückmeldung gebt, wenn es dann wieder nicht funktioniert. Interessant ist ja wirklich, dass uns, also es ist ja, dass uns heute die Technik einen Streich spielt, genauso wie das vor 2 Jahren war, als Pascal und ich uns zum Thema Sales wo das erste Mal unterhalten haben. Aber jetzt fange ich an, begrüße euch erstmal heute hier zum Webinar mit leichter Verzögerung. Thema im Großen und Ganzen ist die Marketingkonzeption im Internet, ein strategisches Werben und natürlich Tracking und Skalieren. Ihr alle wisst wahrscheinlich schon, was Salesforce sein soll und Salesforce mittlerweile ist. Das ist eine Tracking-Software und darüber hinaus noch eine Analyse-Software. Und wir wollen das mit euch ins Verhältnis setzen. Ziel des heutigen Webinars ist euch zu gewinnen, Beta-Tester für uns zu werden. Das ist für jeden hier der Ausgangspunkt. Ich möchte gerne, dass jeder Einzelne für sich hier anhand dieses Webinars überprüfen kann und will, ob er Teil von Salesforce, von der Entwicklung von Salesforce sein will. Wir verfolgen eine bestimmte Vision und die sind wir mit großen Schritten am Umsetzen, mit einem schlagkräftigen Update nach dem anderen. Und das möchten wir euch heute einfach in mehreren Abschnitten zeigen. Wir zeigen euch heute die 7 Schritte, um eine Internetwerbung profitabel zu machen. Und zwar so, dass Werbung garantiert zum Erfolg wird. Da steckt tatsächlich ein großes Versprechen dahinter, nämlich die Garantie, dass Internetwerbung funktioniert und funktionieren kann, eben wenn diese 7 Schritte befolgt werden. Zum Ablauf heute, das sind diese 3 Teilschritte, die ich gesagt habe, wenn wir es dann schaffen und dahin kommen, dass uns die Technik das machen lässt, dann werden wir jetzt im ersten Teil darüber sprechen, wie man Gewinn mit Internetwerbung erzielt und wie Internetwerbung steuerbar wird. Dieser Teil des Webinars, den übernehme ich. Später gehen wir dann über zu Salesforce und zeigen euch das Steuerpult für eine erfolgreiche Internetwerbung. Da wird der Pascal hauptsächlich übernehmen, wenn er bis dahin noch nicht zu verstehen ist, dann mache ich das. Wobei er in solchen Dingen viel besser ist, es euch zu erklären, aber das macht nichts, dann werden wir da auch noch klarkommen. Und am Ende haben wir natürlich dann die klassische FAQ-Runde. Warum der erste Teil? Ach so, übrigens, es gibt am Ende des Webinars, wir wollen euch gerne bis zum Ende da behalten, einen kleinen Anreiz, einen Dankeschön mit Superheldenpower. Wir wollen euch fragen, was ihr glaubt. Wir sehen hier Red Bull, Rockstar Energy und Monster Energy. Das sind ja berühmte Energy Drinks. Warum bei Red Bull die Bounce Rate so hoch ist, also die Absprungrate auf der Webseite, ja, bei 75%. Das heißt, also 75% aller Besucher hüpfen wieder weg, ohne irgendetwas getan zu haben. Warum es bei Rockstar Energy so gering ist und bei Monster Energy, sagen wir mal, im Mittelfeld. Ja, und da gibt es am Ende einfach die Antwort drauf und dann ein kleines Dankeschön mit Superheldenpower. Ein kurzer Hinweis noch, wir haben es ja gerade eben gesehen, mal ganz schnell kann die Aufmerksamkeit abreißen. Es heißt ja immer schön, dass wir in unserer Welt Multitasking beherrschen sollen. Ich bin der absoluten Meinung, dass das ist. Ganz im Gegenteil, wenn ich eine Sache wirklich aufmerksam lernen will und vorwärts kommen will, dann ist hundertprozentige Aufmerksamkeit absolut notwendig. Das Einzige, was ich mir jetzt erlaube, und das auch nur deshalb, weil ich sicherstellen will, dass wir hier tatsächlich das Webinar erfolgreich durchführen können, ist Telegram nebendran, damit der Pascal mir sagen kann, hier stimmt was technisch nicht. Ansonsten schlage ich hier jedem Einzelnen vor, jede Ablenkung zu vermeiden. Facebook, WhatsApp, Skype ausschalten, kein Download. Ich meine, das habt ihr alle schon 100 Mal gehört, aber ihr seht das schöne Hintergrundbild, ja. Alle Ablenkung heißt keine Konzentration, nicht aufnehmen können, was hier uns und Pascal und unser und mein Anspruch ist natürlich auch immer, zusätzlich zu schulen und einen hohen Mehrwert zu liefern. Das heißt, das ist keine verschwendete Zeit, bis auf vielleicht die erste Viertelstunde. Es gibt sicherlich, da wir ja auch Werbung im Internet geschaltet haben, immer noch jetzt einige Menschen hier, die uns noch nicht kennen. Ich übernehme das für Pascal. Beruflich ist er Online Marketingberater und Dozent für große deutsche sowie auch Schweizer Unternehmen und Herausgeber von Video Ad Traffic.
Und das ist ein großer Kurs, ein umfassender Kurs zum Thema Videomarketing, Videowerbung und YouTube-Marketing. Außerdem, also so als Beispiel, arbeitet er für große Firmen wie Send Value, die Konkurrenzfirma zu Western Union, also praktisch Geldtransfers im Internet. So, und ich bin der Mario, ich bin Mario Burgert, ich bin beruflich Werbetexter und Direktvermarkter. Außerdem bin ich Online-Marketing-Trainer, Bestseller-Autor von Direktmarketing-Fachliteratur, wie Werbetexte, die sofort verkaufen. Zu 70% in meinem alltäglichen Geschäft bin ich ein Vermarkter, ein Dienstleister für andere Unternehmen und vor allen Dingen für den Bereich CBT. Das zählt zu meiner Hauptkundengruppe, das ist Coaches, Berater und Trainer, also sowas, was ich selber bin. Ich helfe den Coaches, Beratern und Trainer einfach dazu, sich besser im Internet zu positionieren und mehr Reichweite zu erzeugen. Kurzer Hintergrund zu dem Unternehmen von SalesFu. Man sieht hier auf den Bildern, vor allen Dingen links auf dem Bild, da gucke ich ein bisschen schäb in die Kamera. Neben mir, also rechts daneben, sitzt der Jörg Schildknecht. Das ist der Vater von Pascal Schildknecht. Daneben sitzt der Pascal und der Inkognito-Mann hier rechts daneben, das ist der Nicola Schmidt, das ist übrigens der Programmierer, das ist the brain hinter SalesFu, ohne den SalesFu einfach nicht möglich gewesen wäre. So, bevor ich jetzt gerade auf die Hintergrundstory zu sprechen komme, die wir ja haben und warum es überhaupt SalesFu gibt, möchte ich kurz sagen, dass das, was jetzt in den folgenden Folien kommt, dazu beitragen soll, dass wir alle hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Denn hier gibt es Menschen unterschiedlichster Branchen mit, da gibt es die unterschiedlichsten Ausgangssituationen und auch die unterschiedlichsten Erfahrungslevel. Und da sagt mir der Pascal gerade noch eine Folie vorne dran. Okay, naja, okay. Ich mache einfach mal weiter. Um zu gewährleisten, dass wir hier eine zumindest gewisse gemeinsame Basis hinbekommen, möchte ich halt eben heute in den folgenden Folien dafür sorgen, dass wir alle, sagen wir mal, gewissermaßen wissen, worum es eigentlich heute geht. So, Pascal und ich haben uns vor 2 Jahren getroffen und er hat mir hier ein Bild gezeigt, was ihr hier im Hintergrund sehen könnt, wie er sich einen Funnel aufgebaut hat und er wollte dafür sorgen, dass er mit diesem Funnel möglichst auf einer hohen Ebene der Automation dafür sorgen kann, dass der Pascal ist gut reicht. Danke. Ich muss das ausmachen, sonst haben wir hier ein Problem. Das muss auf meinem Handy kommen. So. Also er hat einen Riesenfunnel gehabt und hat gesagt, ich habe hier so einen Riesenfunnel, der könnte theoretisch über ein Jahr laufen. Wie kann ich denn das überhaupt tracken? Wie kann ich das messen? Hast du irgendeine Idee? Und so ist SalesFu entstanden, da ich nämlich zu dem Zeitpunkt auch keine Idee hatte. Also Google Analytics ging mir tierisch auf den Keks, denn es wird immer gesagt, dass ich in Echtzeit dort ausgewertete Daten bekomme. Das ist einfach nicht korrekt, sondern ich kann meine ausgewerteten Daten immer erst einen Tag später abrufen. Zudem, 2014, derzeit gab es den sogenannten Referrer-Spam, der mir total auf den Keks ging. Ich war also ganz immens auf der Suche nach Alternativen für Analytics und Tracking-Tools. Und da haben wir uns also praktisch gemeinsam zusammengerauft und irgendwann ist dann die Idee gestanden, kann man so ein Ding nicht einfach alleine bauen. Zu dem Zeitpunkt habe ich mit CPV Lab gearbeitet, was insgesamt eigentlich ein ziemlich gutes Tool ist. Dennoch aber damit vor allen Dingen für mich, ich bin nicht wirklich technisch fit. Ich bin ein Vermarkter, ich bin ein Werbetexter. Die Technik ist für mich immer eine Hürde. Und CPV Lab war für mich einfach immer zu kompliziert. Zu 2001, also das sah wirklich damals noch aus wie, also das war noch vor der Version 3, als wäre das 1999 programmiert worden. Das war wahrscheinlich auch so zu schwer einzurichten und vor allen Dingen nicht vielseitig einsetzbar, zumindest für die Zwecke, die wir vorhatten. Und das war im Großen und Ganzen das, was uns dazu bewogen hat, zu sagen, ey, wir müssen doch auf irgendeine Art und Weise es erreichen, dass wir zum Beispiel komplexe Funnel tracken können, unseren E-Mail-Verteiler tracken können, Facebook-Werbung, Google-Display, Google-Suchnetzwerk, das waren die Dinge, die wir viel eingesetzt haben, vor allen Dingen, wenn es um Remarketing und Retargeting geht, was eigentlich dasselbe ist. Das muss man doch alles irgendwie auf einer Plattform überwachen können und die Plattform nach Möglichkeit sollte uns die Daten bereits so weit auswerten, dass wir nicht mehr da nachsetzen müssen und rumrechnen und was auch immer, sondern dass wir reingucken in die Daten.
kriegen Ergebnisse und können auf Basis dieser Daten Strategien entwickeln, um unsere Werbung besser zu machen. Ja. So, am Ende dieses Webinars wirst du auf jeden Fall verstehen, wie Internetprojekte so durchgeführt werden, dass du damit Geld verdienen kannst. Sicherlich räumen wir mit in ein oder anderen, mit der einen oder anderen Falschannahme auf. Und genau dafür sind also eben das, was wir jetzt als nächstes machen, so die Basis, ne? Um dass wir alle hier gemeinsam verstehen, worum es geht. Es gibt viele Worte, die ich benutzen kann und kann viele geschwollene Sätze nutzen, kann von Key Performance Indicators sprechen und irgendwelche wichtigen Fremdworte nutzen. Aber wenn wir es doch auf den Kern herunterbrechen, ist doch jedermanns Ziel mit Internetwerbung Gewinn zu erzielen. So. Und zwar pro Werbeeuro. Ich habe hier einen Werbeeuro und ich will pro Werbeeuro bitte was zurückhaben. Meinen Werbeeuro will ich wieder haben und noch etwas mehr, damit es hängen bleibt. Das ist doch im Großen und Ganzen genau das, was ich mit Internetwerbung versuche zu erreichen. Jeder Unternehmer. So. Problematisch wird es aber dann vor allen Dingen, wenn ich, sagen wir, falsch anfange. Ich versuche es diplomatisch auszudrücken. Da ich seit 7 Jahren ein Dienstleister für Unternehmen unterschiedlichster Branchen bin, kann ich sagen, dass zum allergrößten Teil, ich könnte jetzt irgendeine Prozentzahl nennen, mit Sicherheit 90% und noch mehr, falsch anfangen. Ja? Die meisten Leute beginnen nicht hier bei der Tür 1, sondern fangen irgendwo in der Mitte an, bei Tür 3, bei Tür 4 oder bei Tür 5, ja. Und ja, das klingt ein bisschen nach Glücksspiel, weil vielleicht kennt ja einer noch diese Gaming-Show, wo das da, wo man sich die Tür auswählen kann, ja. Geh aufs Ganze hört sich schon so nach Risiko an. Das Internet ist aber eigentlich ein mathematisches Medium und die Werbung, die wir hier betreiben, ist auch eher mathematisch und auch eher wissenschaftlich, ja. Es basiert auf Zahlen, auf Daten, auf Fakten, es basiert auf Metriken und all das ist im Großen und Ganzen sehr, sehr, hat eine gewisse wissenschaftliche Art und große Vorbilder von mir aus der grauen Vorzeit, Claude Hopkins zum Beispiel, der nannte das auch Scientific Advertising. Gut, was sind denn das hier eigentlich für Türen? Und wie funktioniert eine Marketingkonzeption? Diejenigen, die mich persönlich kennen, die wissen, dass ich das hier eigentlich ständig runterbete. Alles beginnt bei Tür 1 und das ist die Analyse. Ja, also ich kann ja nur wissen, was ich anbiete, wenn ich vorher weiß, wem ich es anbiete. Wer ihm versucht hat, schon einmal etwas anzubieten, ja, wie weit der Kunde sich mit Marketing und Werbung auskennt, also mit den Taktiken, die ich einsetze. Ich will wissen, was mein Angebot ist, also was habe ich eigentlich anzubieten, was genau ist das eigentlich? Und dann kommt es natürlich darauf an, all diesen Mix, den ich da an Daten sammle, so zusammenzubringen, dass ich in Tür 2 später eine Strategie entwickeln kann, um diesem speziell ausgewählten Kunden die alles in entscheidende Frage beantworten zu können, warum er unter allen Angeboten, die er ja im Internet mit einem Klick finden, meines in Anspruch nehmen soll. Denn die Sache ist ja die, das Internet hat mehrere wirklich spannende Herausforderungen. Das eine ist, der Kunde kann mit einem Klick alle möglichen Angebote vergleichen. Mir ist das jetzt passiert, also ich bilde mich weiter als Trainer. Ich möchte meine Trainerausbildung verfeinern, weil ich lernen will, weil ich vor allen Dingen nicht nur ich will mich nicht weiterbilden nur als Direktvermarkter oder Werbetester, sondern ich möchte auch Methoden der Didaktik lernen, um Leuten etwas besser beibringen zu können. So, kurz, lange Rede, kurzer Sinn. Nun bin ich auf die Suche gegangen nach Ausbildungen dazu und habe im Großen und Ganzen über 1000 Seiten, das sind mal 10 gewesen sein, nichts gefunden, was auf der Seite so markant dafür gesprochen hätte, dorthin zu gehen. Es gab kein großes Unterscheidungsmerkmal. Ja, und wenn ich das nicht weiß, dann gucke ich natürlich nach dem Geld. Dann habe ich geguckt, ja, was kostet der Beitrag, was kostet die Trainerausbildung? 6.500 €, ja, ist mir zu teuer. Die kostet nur 3.500, egal. So, dann weiß ich immer noch nicht, ob es gut ist oder nicht. Ja, und das ist der Punkt, den ich in Tür 2 erstelle. Aufbaue und planen. Und die Tür 3, das ist der Inhalt, ja. Alles das, was auf der
Webseite im Internet geschehen soll, vielleicht im E-Mail-Marketing, das kann ich in Tür 3 entwickeln. Und da fangen dann viele an, vor allen Dingen Unternehmer, sagen wir mit regionaler Anbindung, spielt keine Rolle. Die haben zum Beispiel schon regelmäßige Umsätze und vielleicht sind sie schon seit Jahren im Geschäft und gehen jetzt ins Internet und fangen dann an, praktisch an ihrem Content zu schrauben, ohne sich vorher Gedanken gemacht zu haben, im Internet vielleicht ein anderes ist, ob das Kaufverhalten der Kunden im Internet vielleicht ein anderes ist und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, ob es dort ganz andere Wettbewerber gibt, die ihr Geschäft anders betreiben. Ja. Und deswegen fangen viele Unternehmer irgendwie in der Mitte an bei 3 und 4. Also wird erstmal eine Webseite gebaut und kommt erstmal herzlich willkommen auf die Webseite. So. Ja, und andere, die kriegen dann hier bei Punkt 5 gesagt, ja, Traffic ist die Lebensader des Internets, ohne Traffic kannst du kein Geld machen. Und dann wissen die das, und das wird gerne marketingtechnisch das Problem erzeugt, ja, Traffic ist das Hauptproblem, was du hast. Und dann wird sich nur noch darum gekümmert, wie kann ich eigentlich PPC aufbauen, wie kann ich Werbung machen, wie kann ich dieses machen, wie kann ich jenes machen. Und dabei ist aber völlig vernachlässigt Punkt 1, 2 und 3. Zwischendrin wird dann mal eine WordPress-Seite gebaut und ja, ich muss halt Traffic auf die Seite bekommen. Aber ihr müsst euch das so vorstellen. Du schickst 1000 Besucher, das ist mein Lieblingsspruch, in ein nacktes Ladenlokal. Ja, was soll der kaufen? Ja. Nun, und Punkt 6 ist ganz klar. Wenn ich dann mal so weit bin, dass ich zwischen 1 und 5 alles zusammenhängend, linear, schrittweise erledigt habe, aufeinander aufbauend, dann muss ich irgendwann natürlich an Punkt 5 Traffic schalten, weil irgendwann muss ich wissen, ob ich mit all meiner Vorarbeit gute Arbeit geleistet habe. Ob ich jetzt Früchte trage, dann muss ich investieren. Und dann geht's ans Optimieren. Denn ein Geheimnis, das darf ich euch direkt schon verraten. Ich weiß nicht, wer jetzt alles hier ist und wie weit euer Wissensstand ist, aber zum Beispiel Manu ist hier mit dabei. Der würde mir das jetzt bestätigen. Die meisten Webprojekte, die man selbst so aufsetzt, die ich selber aufsetze, die sind nicht direkt beim ersten Mal ein voller Erfolg. Es gibt so etwas. Low-hanging fruit nennt man das. Ja? Sachen, die so einfach sind abzugreifen, dass es funktioniert. Aber in der Regel beginnt der Erfolg eines Webprojektes bei Tür 6, indem man also jeden einzelnen Schritt dieser anderen Türen wieder erneut optimiert. Jetzt mag das für den einen so wirken wie, oh, das klingt aber nach viel Arbeit. Mag es theoretisch am Anfang sein, aber irgendwann bist du auch bei Tür 7, ja. Und Tür 7 habe ich jetzt mal ganz provokativ als Fragezeichen dargelassen, um euch ein bisschen zu reizen und euch ein bisschen herauszufordern. Das beantworte ich erst später, was Tür 7 eigentlich ist. Kommen wir doch mal bitte zu Punkt 1. Einen V, den kennt jeder hier. Vielleicht könnt ihr mal kurz in den Chat tippen, inwiefern für euch es unter verschiedenen V, die ihr vielleicht schon gesehen habt, ein Unterscheidungsmerkmal gibt. Ich erzähle das nicht ohne Grund, denn ein V kennt ja jeder. Ist klar, V hat wahrscheinlich jeder auch schon mal live gesehen. Und aus der Gegend, aus der ich hier komme, also aus dem Koblenzer Raum, da gibt es einen Zoo in Neuwied und da ist der Pfau das Markenzeichen. Also der Pfau ist auch das Markenzeichen der Stadt Neuwied. Und wenn du dann mit deinen Kindern im Zoo rumturnst, dann hörst du immer laute Pfaue brüllen und das ist irgendwie cool. Also diese Schreie von Pfauen sind ja ganz interessant. Aber da schreien mehrere Pfauen und da rennen mehrere Herrschaften rum, also die Herren, ne? Das sind ja die männlichen Tiere. Wenn ich mir jetzt all diese fünf, glaube ich, Ränder rum anschaue oder sechs sind's, dann kann ich als Mensch jetzt auf den ersten Blick eigentlich nicht erkennen, ob der eine hübscher ist als der andere, es sei denn, dem fehlt mal eine Feder. Ja, ich kann also nur sehen, das ist ein schöner, bunter, blinkender, schöner Pfau, der sagt, hey, ich bin schön, ich bin es, ich bin hier, hier hast du meine Federn und sieh mich an. Und dann brüllt er noch laut und dann kann man auch sagen, oh, der brüllt aber laut. So, ja, das ist die Unternehmerwelt im Internet. Jeder sagt, ich bin derjenige, der dir helfen kann, der schönste, tollste, beste. Aber was zählt für den Kunden und letztlich auch für dich als Unternehmer, ist am Ende, ob der Kunde sich an dich erinnern kann. Ja? Wenn er nichts findet, so wie ich jetzt mit diesen fünf oder sechs Frauen, die da rumturnen haben, die sind alle hübsch, keine Frage. Aber es gibt nichts davon, wo ich sagen würde, hey, wow. Das ist der Pfau jetzt. Ja. Jetzt pass mal auf, kleiner Trick.
Das würde sich doch schlagartig, jetzt geht ihr mal in den Zoo, stellt euch das mal bitte vor, ihr geht in einen Zoo, ihr seht diese fünf wunderschönen Pfauen, und mittendrin habt ihr den. Mittendrin ist da so ein Albino-Pfau. Jetzt mag das vielleicht für die Dame der Pfauen nicht so interessant sein, ich weiß es nicht, aber für mich als Mensch würde ich mich doch an diesem Pfau unter den 5, 6 oder auch 50 jedes Mal wieder erneut erinnern. Das ist doch so auffällig, das ist doch so bemerkenswert, dass ich doch ziemlich genau mich erinnern könnte, in welchem Zoo ich war, um welche Uhrzeit ich war, wahrscheinlich auch, vielleicht sogar noch einige andere wichtige Details mehr. Einfach, weil dieser Herr hier so unglaublich markant ist. Ja, und das ist eigentlich das, was ich gerne möchte, um all denjenigen beizubringen, die sich dafür interessieren, Online-Marketing zu betreiben und mir zuhören wollen. Die Fähigkeit zu besitzen, diese Qualität zu erreichen. Wenn du es schaffst, dass dein Kunde unter allen anderen Angeboten, die man so findet, dich erkennt als einzigartig. Das ist stark. Das ist gar nicht so, sagen wir mal, eine riesige Aufgabe. Es kann ein etwas längerer Prozess sein, also man kann irgendwo beginnen zum Beispiel, ja, und dann kann sich das mit der Zeit immer stärker verfeinern, wie so eine Art Diamant, den ich versuche zu schleifen, bis er dann irgendwann seine 24 Karat hat, keine Ahnung, man möge mich steinigen, ich habe nicht so viel Ahnung von Diamanten. Wichtig ist aber, wo der Prozess beginnt. Der beginnt bei Tür 1. Der beginnt dort, wo ich mich damit auseinandersetze, was habe ich für ein Produkt, was biete ich eigentlich an, wem will ich das anbieten, wer ist mein idealer Kunde, was will der überhaupt haben, wie bringe ich das, was ich anbiete, mit ihm in Verbindung und vor allen Dingen, wie outperforme ich alle anderen, die ihm auch versuchen, was anzubieten. Ja. Je akribischer ich mir die Mühe mache, dort meine Daten zu sammeln, wir sind immer noch bei Daten, wir sind auch immer noch bei Salesforce, desto eher bin ich in der Lage, das zu formulieren. Denn eine Werbung, ihr kennt vielleicht Seth Godin, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, Seth Godin, eine ganz berühmte Marketinggröße, der unter anderem auch für Amazon tätig war. Werbung muss auffällig sein, markant sein und beachtlich sein. Ja, jetzt gucke ich mal, was ich hier so noch an Notizen stehen habe. Es gibt das kleine Einmaleins der effektiven Werbung. Viele kennen das wahrscheinlich schon. Werbung muss markant sein, auffällig sein. Werbung sollte das Eigeninteresse der Zielgruppe ansprechen, möglichst einzigartig sein, ein spezifisches Versprechen kommunizieren, bestenfalls eine Garantie enthalten, sogenanntes Risk Reversal geht super, also die Risikoumkehr. Vielleicht kennt ihr diese, wie heißt sie, glaube ich, Eve. Diese gelbe Matratze, die durchs Fernsehen momentan hüpft, die zwar vergleichsweise teurer ist als normale Matratzen, die bieten aber eine Geld-Zurück-Garantie, 100% Geld-Zurück-Garantie. Damit sind die erstens, die Matratze ist gelb, die Werbung ist gelb, das mag an sich selbst noch nicht einzigartig sein, aber unter Matratzen sicher. Aber wann habt ihr schon mal in einer Fernsehwerbung das letzte Mal von einer 100% Geld-Zurück-Garantie gehört? Ich nicht. Und ich bin Werbemann, ich achte darauf. Ich weiß nicht mehr, wann ich das letzte Mal überhaupt von Garantien in Fernsehwerbung gehört habe. Da hörst du von Wölkchen, Becherchen und irgendeinem anderen Bullshit. Ja, das ist das eine Mal eins der effektiven Werbung, vor allen Dingen im Internet. Vor allen Dingen mit der Werbeart, die wir betreiben, die nennt sich Direct-Response-Marketing. Wichtigste überhaupt ist, für wen mache ich diese Werbung? Nicht für mich. Ich muss damit aufhören als Unternehmer. Grundsätzlich immer nur an meine Ziele zu denken, denn es geht wirklich immer darum zu verstehen, was will der Kunde eigentlich haben und wie kann ich ihm das geben, also für wen mache ich das und warum überhaupt bei dir, ja, also wie wir es eben schon gesagt haben, warum eigentlich bei dir? Warum nicht bei Müller-Meyer-Schmidt? Warum bei dir? Warum? Diese Frage musst du in der Lage sein zu beantworten. Und dann, wie viele ähnliche Angebote gibt es im Netz?
Wenn der Kunde schon 1000 Angebote gesehen hat, gehen wir mal in die Geldverdien-Nische oder in die Abnehmbranche, der hat alles schon gesehen, alles. Der kennt jeden Trick, der kennt Double Opt-in, Squeeze, E-Mail, Funnel, Upsell, die kennen einfach alles. Video Sales Letter, Long Copy E-Mail, die kennen Verknappung, Dringlichkeit, Counter und Exit Lightboxen. Ihr wisst sicherlich, wovon ich hier spreche. Das nennt man Marktbewusstsein. Wenn der Kunde praktisch alles kennt, dann ist deine Werbung automatisch vorhersehbar. Und wenn sie vorhersehbar ist, dann ist sie für deinen Kunden nicht attraktiv genug. Das heißt, da geschickt vorzugehen, ist zum Beispiel einer der wichtigsten Sachen. So, jetzt kommen wir aber mal zum eigentlichen Punkt heute. Ich hoffe, damit habe ich ein bisschen die Basis gesetzt, damit hier jeder weiß, okay, der eine hat vielleicht ein Traffic-Problem, der andere setzt schon erfolgreich Google Analytics ein. Wir haben in der Umfrage auch gesehen, dass einige hier schon sehr gut die Frage beantworten können für ihre Kunden, warum sie unter allen Angeboten bla bla bla, ja. Dass einige auch laufende PPC-Kampagnen haben, das habe ich auch gesehen, aber der Großteil eben nicht. Und dann scheitert das Ganze einfach an der technischen Hürde. So wie wir es heute hatten. Yeah. Super, ne? Super Vergleich. Denn im Großen und Ganzen ist es ja so, dass für dieses Ding WordPress aufbauen, das ist vielleicht kein großes Kino mehr. Aber es wird ja sch schwieriger, wenn es dann darum geht, ja, ich habe ja Google Analytics, ich brauche ein Skript, ich habe einen Facebook-Pixel, ein Remarketing-Skript, ich brauche irgendwie einen asynchronen Tracking-Code und Postback-URL, Break-Even-Autoresponder und wie auch immer. Ja, also dann kommen diese ganzen Fachwörter, die einem erstmal ums Ohr geklatscht werden. Dann hast du hier ein Skript, das muss dahin in den Header und da in den Bodytag und hier und da und das macht einen doch total wahnsinnig. Ja. Und mir geht das heute noch so, obwohl ich mittlerweile eine gewisse Routine habe, dass ich es auch selber machen kann. Aber ich muss sagen, das macht mich einfach fertig. So. Und dann kommt ja noch hinzu, dass das ja nur die eine Seite der technischen Hürde ist. Auf der anderen Seite steht, dass Google Analytics Auswertungen hat, Facebook hat Auswertungen, jetzt nutzt du vielleicht auch noch ein Split-Test-Tool, das hat Auswertungen, dann benutzt du ein Tracking-Tool, das hat Auswertungen, dann hast du einen Autoresponder, also eine E-Mail-Marketing-Software, die auch noch Auswertungen hat, und dann hast du einen Fulfillment-Zahlungsanbieter, also Digistore24 ist ein Zahlungsanbieter, der hat auch noch Auswertungen, überall kriegst du irgendwelche Daten, musst du die irgendwie selber zusammensuchen, die einen hängen an der Excel-Tabelle und die anderen mit einem Taschenrechner da. Das ist krank, ne? Und dann musst du dich mit Zahlen auseinandersetzen, die klingen wie aus einem Song von den Fantastischen Vier. So, und das ist ja tatsächlich genau das, womit wir Onliner in der Welt hier zu kämpfen haben. Nur der Punkt kommt ja noch dazu. Es wird ja noch dick. Es wird noch dick. Irgendwie muss das alles an einer Schnittstelle zusammenlaufen. Und diese Schnittstelle, das ist zum Beispiel der Werbeeuro. Ja? Ich häng irgendwo einen Werbeeuro rein und dann will ich gerne ein bisschen mehr von meinem Werbeeuro zurückhaben, am besten sogar noch mehr. Ja? Und diese Schnittstellen, die sehen dann manchmal so aus wie diese Telefondrähte hier im Nirgendwo. Chaos. Und dann kann ich schon verstehen, dass viele sich verzetteln und sagen, ich kann das Gesamtbild nicht zusammenkriegen. Denn unter all diesen Dingen, die ich zusammenbringen muss, ist es noch wichtig, dass ich meine Daten auswerten kann. Dass ich also im Großen und Ganzen auch noch sehen kann, das ist mein Werbeeuro, der verschwindet dahin. Dann muss ich das irgendwie abschalten. Ja? Und hier ist der ominöse Taschenrechner. Also nach wie vor, ich kenne das selber. Ja? Bis zu Salesforce habe ich immer noch mit meinem Taschenrechner, der liegt immer noch auf meinem Schreibtisch, habe ich immer noch bei Google Analytics reingeguckt. Ja, wie viel Traffic hat man heute? Ja, so und so viele Leads. Ja, stimmt das überhaupt mit Active Campaign überein? Ich gucke mal da rein. Oh, da sind ja weniger Leads. Ja, ist toll. Ach, bei Facebook 10% Unterschied. Ja, völlig verrückt. Muss ich wieder ausrechnen. Das muss ich alles irgendwie zueinander bringen. Wäre das nicht schön, wenn das eine einfache Lösung gäbe? Sagen wir mal einfach nur voraus. Mit einem einzigen Tracking-Skript, nur eins, das ich auf die Seite setze, dann habe ich meine Ruhe. Wäre doch schön. Also ich sage es nur mal so. Ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas vorausschicken will. Richtig dramatisch, die Herrschaften, wird es dann, wenn ich anfange, wirklich komplexe Funnel tracken zu wollen. Das heißt, wenn ich also mit meinem Marketing schon einen Schritt weitergekommen bin, wenn ich also auf jeden Fall schon verstanden habe, dass ich durch zum Beispiel E-Mail-Marketing auch meine Kunden näher an mich binden kann, weil das ist ja auch so ein Ding, ne? Kunden an sich zu binden, treue Kunden zu gewinnen, Stammkunden zu gewinnen. So, und wenn ich also dann meine verschiedenen Werbeplattformen habe, wie man das hier so schön sehen kann, AdWords, YouTube, Facebook, Webinar, Print, E-Mail, was auch immer, verschiedene Werbenetzwerke, und das muss alles durch meinen Funnel gesteuert werden. Und dann will ich noch dazu
meine Auswertungen haben, ja, dann kann das also im Großen und Ganzen einfach demotivierend werden, weil es halt einfach schlichtweg mit dazu beiträgt, dass man schlichtweg überfordert ist. Ja. Zwei grundsätzliche Fachwörter möchte ich unbedingt heute noch besprechen und euch sagen, was das bedeutet, falls ihr sie noch nicht kennt. Das ist der Average Customer Value. Das ist der durchschnittliche Wert pro Kunde, an dem jedes Unternehmen interessiert sein sollte. Das ist eben das, was ein Funnel sehr stark auch, worauf ein Funnel, ein E-Mail-Funnel, E-Mail-Marketing-Funnel Einfluss nehmen kann. Eben einfach zu sorgen dafür, dass der Kunde mehrere Angebote wahrnimmt und dadurch zu einem Stammkunden wird. Das setzt voraus, dass ich eine Beziehung zu dem Kunden aufgebaut habe, dass er mir vertraut, dass er mehrere Sachen von mir kauft und zufrieden ist. Und wenn er nicht zufrieden ist, dass er gut behandelt wird im Support, damit er praktisch sieht, wir sind alles Menschen, Fehler kann man machen, Fehler kann man ausbügeln. So bekommt man Stammkunden. Das ist der Average Customer Value, den man steigern will. Und dann gibt es den Customer Lifecycle, also wie lange ist durchschnittlich ein Kunde in meinem Unternehmen drin? Den will ich auch steigern. Die beiden Kennzahlen, KPIs, noch ein Fremdwort, die gehören eigentlich zusammen. Also, viel geredet, hoffentlich für euch die Basis gesetzt. Es gibt 7 Punkte, eigentlich 6, der siebte, den verrate ich euch später, um ein Internetprojekt tatsächlich erfolgreich zu machen. Vielleicht beginnt vor dem ersten Punkt auch noch zu herauszufinden, ob ich mit meiner Idee Geld verdienen kann. Ja, es gibt natürlich so den klassischen Punkt, dass einige sagen, ich muss jetzt unbedingt dabei helfen, dass Männer ihre Männlichkeit zurückfinden, weil sie unbedingt wieder dafür sorgen wollen, sage ich mal, und dann aber nicht gesehen haben, dass es im Internet keinen Markt dafür gibt. So. Das ist auch noch so ein Punkt, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass viele hier da schon über den Punkt hinaus sind. So, also als Unternehmer interessiert mich vor allen Dingen, welcher Teil meines Werbeeuros ist verschwendet. Ja, weil wenn ich Werbung im Internet schalte, dann ist ein Teil mit Sicherheit, den ich rauswerfe. Sagen wir mal, ich schalte Werbung auf Facebook, weil das für viele nachvollziehbar ist. Ich kann per Facebook zum Beispiel eine Newsfeed-Anzeige schalten, da brauche ich einen Text für, da brauche ich einen Link für, da gibt es ja diesen Button, ne, mehr dazu oder jetzt kaufen oder Video anschauen und so weiter. Und dann kann ich ein Bild hochladen. Das sind jetzt schon mehrere Elemente, bei denen ich also testen kann, welche besser funktionieren. Nehme ich mehr dazu oder nehme ich jetzt kaufen? Nehme ich das Bild mit dem orangenen Hintergrund oder das mit dem lilanen Hintergrund? Nehme ich welche Überschrift nehme ich? Welchen Interessenwecker nehme ich? Das sind ja viele Elemente, bei denen ich schon herausfinden kann, was besser funktioniert und was nicht. Und wenn ich dann eine gute Software nutze oder vielleicht Facebook selber, der Business Manager und die Werbekonten, die sind ja mittlerweile ziemlich fortschrittlich. Wenn ich also diese Werbung teste, dann weiß ich zum Beispiel, ah ja, dass die Werbung mit dem orangenen Hintergrund und dem Interessenwecker, die hat nicht funktioniert. Kann ich das abschalten? Denn worauf es eigentlich ankommt, ist, dass ich das, mein Euro da rausnehme, was nicht läuft, ja, und da reinstecke, wo es gut läuft. Die schlechte Werbung schalte ich ab, die gute Werbung, die wird weiter befüttert. Das ist alles, was ich wissen will. Ja, und bei diesem Thema kommt dann Salesforce ins Spiel. So, und Pascal, dann wird das heute so eine One-Man-Show, ha? Du bist nicht zu verstehen und ich mache das mit Salesforce jetzt mal alleine, einverstanden? Da muss ich mir gerade mal überlegen, wie ich das aufbaue, denn an dieser Stelle kann euch ja Salesforce helfen. Das heißt also, Salesforce gibt euch ein Tracking-Skript, den setzt ihr auf die Seite, dann habt ihr Analytics. Das heißt, Auswertung der Seiten, so dieses klassische, ne? Wer war auf meiner Seite, wie viele sind abgesprungen, über welche Seiten sind sie gegangen, etc. Und ein Anzeigentracking und ein E-Mail-Marketing-Tracking und noch viel mehr. Ich gehe mit euch da jetzt mal rein und dann zeige ich euch mal ein Projekt. In mein Konto, da habe ich einige Beispielprojekte unseres Geschäfts laufen, bei dem man das so schön sehen kann. Ich lasse mir extra etwas Zeit, den nächsten Satz anzufangen, weil der Pascal mir eben öfters mal geschrieben hat, dass ich weiter bin als die Folien. Deswegen eine kurze Pause.
Ja, okay. Ja. Super. Okay, alles, das freut mich. Also ich habe nochmal nachgeguckt, ob ihr mich auch gut hören könnt. So, das ist, Ladies and Gentlemen, Sales Fu. Ich logge mich nochmal aus. So sieht das Ganze aus. Schöne Unternehmer-Webseite, Software-Webseite, einloggen. Dann sind wir hier in meinen Beispielprojekten, die wir mal laufen gelassen haben. Dann haben wir hier den Overview. Ich gehe jetzt von links nach rechts mit euch durch. Da sieht man dann insgesamt an Total Visitors, Total Leads, Total Sales und Total Revenue, wie viele Besucher hatte ich insgesamt, wie viele Leads hatte ich insgesamt, wie viele Sales hatte ich insgesamt, wie viel Umsatz hatte ich insgesamt. Und da sieht man dann in einem Zeitraum vom 8.3. bis zum 5.4. knapp einen Monat, 10.000 Euro Umsatz, 662 Euro Ausgaben, ein Return on Investment von 1.551%. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Nur 14 Leads und 95 Sales. Die Leads, die hier getrackt werden, die werden über die Formulare getrackt, die ich hier angegeben habe. Das wären natürlich dann theoretisch eigentlich 95 Sales, aber ich habe ja in meinen Funnels nur die Formulare angelegt, von denen ich will, dass es getrackt wird und 3.915 Klicks. Wir haben einen Cost per Lead von 44 Euro und wir haben einen Earnings per Lead von 738 Euro. So, jetzt kann ich hier weitergucken und kann in die Kampagnen gehen. Und dann kann ich praktisch alle Kampagnen, ich scroll jetzt hier nur durch. Ich möchte jetzt keine einzelnen Zahlen besprechen, aber alle Kampagnen, die in Bezug auf den von mir angelegten Funnels laufen, die werden hier automatisch getrackt. Also nicht nur so, sondern alle Kampagnen, deren Seiten ich hinterlegt habe, werden hier aufgenommen und getrackt automatisch. Übrigens für alle diejenigen, die Google Analytics nutzen. Und das war natürlich eine freche Frage am Anfang mit der Umfrage. Viele haben ja daran teilgenommen. Die meisten haben gesagt, sie nutzen Google Analytics. Das ist eine super Sache. Braucht ihr in Zukunft nicht mehr. Damit könnt ihr Salesforce verwenden. Denn bei Salesforce hinterlegt ihr ein Tracking-Skript auf eurer Webseite und alle Google-Links werden erkannt. Automatisch. Und ihr müsst die dann nur noch hier zum Beispiel zuweisen. FB hat sie sofort verkaufen, war ein Projekt, was wir in den ersten 14 Tagen dann irgendwie 3.000 Euro Umsatz. Und dann kann ich sagen, aha, wo war das? Das war ein Standalone-Mail und Kostteil war eine E-Mail und ich könnte jetzt sogar mein Budget hinterlegen und dann ist das zugeordnet. Und so sieht der ganze Spaß aus. Und das ist etwas, worauf wir dann schon irgendwie stolz sind. Ja, Google Analytics wird erkannt. Kann man austauschen, ist damit erledigt. Dann haben wir hier unseren Gesamt-Traffic. Und da kann man also im großen und Überblick sehen, Besucher, Traffic von Kampagnen und ich kann dann auch ausgehen, ich zum Beispiel schalte die Besucher grundsätzlich aus. Mich interessiert das eigentlich fast gar nicht, wie viele Gesamtbesucher da sind. Mich interessiert fast nur Kampagnen. Das hier ist eine Übersicht, um mir in meinem hektischen Alltag als Online-Unternehmer mal ziemlich schnell zu verschaffen, bin ich überhaupt auf einem guten Weg. Ja, ich weiß ja selber, habe ich Werbung laufen oder nicht, wie zum Beispiel hier oder hier habe ich keine Werbung laufen. Dann schalte ich die Werbung an und dann kann ich verfolgen. Ah ja, guck mal, da geht's gerade los. Ja, dann sehe ich, wie viele Aktionen gelaufen sind. Aktionen ist alles das, also was auf der Webseite gelaufen ist an Conversions, wie viele Besucher ich heute hatte, gestern, diesen Monat und dieses Jahr zum Beispiel, wie viele Downloads und so weiter und so fort. Dann kann ich hier nochmal genauer gucken. Ich kann zum Beispiel vergleichen, das sind jetzt die Kampagnen, die gelaufen sind und die Aktionen. Wie stehen die denn im Verhältnis? Genauso wie ich das mit meinen Besuchern ins Verhältnis, Benutzern in Verhältnis bringen kann oder mit den Besuchen, ja. Dass ich also sehen kann, grundsätzlich sind immer mehr Aktionen pro Besucher auf der Seite. Das ist eine interessante Information, um mir einen schnellen Überblick zu verschaffen. Ich möchte hier nicht so runterscrollen, denn das würde etwas gegen den Datenschutz verstoßen. Aber hier sieht man jetzt die Leads und hier sieht man lange Zeit gar nichts. Da haben wir dann den Funnel rausgeschmissen. Da haben wir dann gelernt, die Funnel zu löschen und wieder neu aufzusetzen. Wenn ich jetzt hier runterscrolle, dann werden mir alle Leads angezeigt, die hier eingesammelt werden. Ich tue das jetzt absichtlich nicht. Das ist nichts weiter als eine Liste, in Anführungszeichen, mit allen Leads, die ich eingesammelt habe. Ja, ich zeige euch auch gleich, wie das zustande kommt. Also ich will nur einfach von links nach rechts runtergehen. Das macht es einfacher. Außerdem habe ich dann meine Sales.
Ja. Wie viel verkaufe ich diesen Monat, wie viel gestern und wie viel dieses Jahr? Ja, über alle Webseiten. Da kam das, glaube ich, auch nochmal dazu, dass wir den Funnel rausgelöscht haben. Genau, das ist nämlich genau die Ecke hier, wo wir dann den einen Funnel komplett rausgelöscht haben und neu aufgesetzt haben. Also das hier war zum Beispiel jetzt noch im Begriff, wo wir einige Dinge innerhalb von Sales 2 verändert haben. Und dann sieht man hier jetzt den Gesamtumsatz heute, gestern, diesen Monat und dieses Jahr. So, ja, dieses Jahr in dem Fall heißt natürlich seit Anlegen dieser Funnels. Ja, wir haben ja, ich habe, das Ding läuft ja nicht seit Januar, das haben wir jetzt erst, glaube ich, seit März. Ja, wie kommen wir eigentlich an die Daten des Umsatzes, der Leads und überhaupt, das hat die Leads und der Umsatz, das hat zwei unterschiedliche Gründe. Zum einen haben wir natürlich eine Digistore IPN-Anbindung. Das heißt also, wir haben eine Schnittstelle, die uns ziemlich genau sagen kann, wie der Umsatz gelaufen ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Da unten sind nämlich die Affiliates und ich möchte nicht unbedingt Affiliates-IDs preisgeben. Das wäre vielleicht ein bisschen gut. Aber, also man sieht hier wiederum an der Legende, was ich hier mir alles auf einen Blick angucken kann. Ich habe meine Einnahmen. Mich interessiert zum Beispiel sehr häufig einfach nur der Nettobeitrag. Wie viel ist der ausgezahlte? Wie viel sind an die Affiliates rausgegangen? Wie viel Partner, wie viel Umsatz, wie viel Rückerstattung? Jetzt kann der eine oder andere sagen, ja, mein Gott, das habe ich ja auch im Digistore. Ja, richtig. Das stimmt. Was wir aber erreichen wollen, ist eine sehr starke, effektive Zeitersparnis. Ich will dafür sorgen, dass ich mich nur einmal irgendwo einloggen muss und alles zu meinem Geschäft ausgewertet sehe. Denn das sind jetzt hier die erfassten Daten, aber es gibt dazu ja auch eine Auswertung, wie zum Beispiel eben den Nettobeitrag. Ja, dass ich also mir sofort den Nettobeitrag angucken kann und auch ins Verhältnis setzen kann. Okay? Das ist jetzt Digistore. Zu den Leads komme ich gleich, indem ich euch zeige, wie so eine Beispielkampagne aufgesetzt wird bei den Funnels. Aber jetzt zeige ich euch eins der gigantischsten Updates, die jetzt die letzten Tage kamen. Kennt einer von euch zufällig Wistia? Für diejenigen, die es nicht kennen, das ist eine Videosoftware, die deshalb sich so großer Beliebtheit erfreut, weil man dort ausgiebige Video Analytics bekommt. Also mit anderen Worten, wie lange ist er beim Video dabei geblieben, wann ist er ausgestiegen, wie lange hat es gedauert, bis das Video angeladen ist, wie viele sind abgespielt worden und so weiter und so fort. Nun, Wistia kann schweineteuer werden, wenn ich vor allen Dingen über meine, ich glaube, 25 Gigabyte komme, dann kann es richtig teuer werden. Ich spreche da aus Erfahrung. Ab sofort wird Wistia damit nicht mehr notwendig. Ja, denn ich kann innerhalb von Sales 2 sehen, 72 Plays gestern und wir haben gerade eine Testkampagne mal wieder laufen. Wir testen halt gerne. Ich habe hier ein Video laufen und ich kann ziemlich genau sagen, wie oft ist das Video heute gespielt worden? 33 Mal, 72 Mal gestern. Interessant, voll cool für mich jetzt zum Beispiel, denn zwischen gestern und heute habe ich die Kampagne gestoppt. Ja, also gestern habe ich noch die Kampagne über Facebook laufen gehabt und habe sie dann irgendwie heute Morgen gestoppt. Und dann sieht man, dass es jetzt schon wieder weniger war. Ist für mich total cool. Die Videoplays im Monat. Und dann kann ich also hier gucken, wenn ich weiter runter scrolle. Das ist zum Beispiel das Video. 11 Mal abgespielt. 7 Unique Plays, also 7 einzigartige Leute. Also, ne, klar, wisst ihr schon. 18 Impressionen, 14 Unique Visitor Impressions und der Zeitraum, in dem sich das alles abgespielt hat, in 25 Minuten. 61% haben es dann auch tatsächlich abgespielt. 9% haben es bis zu Ende angeguckt. Und dann natürlich die durchschnittliche Zeit, die sich aus den Daten zusammenrechnet, von 2 Minuten und 23. Jetzt weiß ich, das Video ist insgesamt 7 Minuten und 54 lang. Schön ist aber, wenn ich es nämlich nicht mehr weiß. In dem Fall wusste ich es, aber voll cool fand ich halt eben, dass mir Sales 2 sagt, übrigens, dein Video ist knapp 8 Minuten. Finde ich total geil. Ja, ich meine, das ist ja nicht das einzige Video, was wir online haben. Wir haben da einen Haufen Videos online und hier werden nur einige von den Testwebseiten, die wir hier eingestellt haben, erfasst. Das ist doch total geil. Deswegen kann ich also sofort sagen, Average Time Watched, das ist ein knappes Viertel zu dem, was an die eigentliche Zeit bedeutet. Das ist cool. So, und wenn ich weiß, dass nur 9% zu Ende gucken, dann kann ich gucken, zum Beispiel, wie lange hat es denn gedauert, bis das Video startet? 41 Sekunden. Das ist für mich jetzt schon
eine unfassbar wichtige Zeit. Average Time to Play. Also 41 Sekunden hat es gedauert, bis das Video gestartet ist. Die Ladezeit ist scheiße. Das heißt also, unter Umständen, jetzt kommen wir zu den Hypothesen, die ich aufstelle, unter Umständen ist die Playrate, die Finishrate deswegen so niedrig, weil vielleicht schon einige abspringen, weil einfach die Ladezeit zu lang ist, die durchschnittliche. Ihr könnt mir folgen. Ab jetzt kann ich schon anfangen, mein Video zu optimieren und zu verbessern. Was kann ich tun, damit das schneller wird? Wo liegt das Video? Liegt das bei Vimeo? Liegt das bei Vizier oder bei Amazonas S3? Wo liegt das Video? Weshalb startet das? Was, warum braucht das so lange? Was ist da los? Ich kann also dann in die Tiefe gehen und das analysieren. Ach, das ist so eine schöne Sache. Aber mein Gott, wir haben ja erst angefangen. Ja, das ist ja erst nur, das sind ja jetzt nur die Reports. Und ich nehme jetzt mal eine bessere Haltung an. Denn eines meiner größten Probleme und auch die Probleme, die Pascal hatten, weswegen wir überhaupt ins Gespräch kamen, war, dass damals in den 2014, wir Internetleute sagen zu 2 Jahren schon damals, das Thema Upsell-Funnel von Digistore aufkam. Also um die Zeit haben wir uns sehr beide intensiv damit befasst, wie man Upsells vermarktet und die technische Basis dafür geschaffen. Kurz erklärt, Kunde kauft, kleines Produkt, kriegt hintendran ein Upsell-Angebot, ein sogenanntes One-Time-Offer. Das hier ist eigentlich viel teurer, du kriegst es nur jetzt etwas günstiger, wenn du jetzt kaufst. Wenn du nicht kaufst, ist das Angebot weg. Ja, kennt wahrscheinlich jeder. Und das kann man ja zweimal wiederholen. So, jetzt ist aber folgender Fall. Ich zeige euch das jetzt einfach mal bei einer stehenden Kampagne. Ich hoffe, dass das Video jetzt nicht anlädt und mir hier alles versaut. Dann drehe ich durch. Hallo. So, das ist mein Buch Werbetexte sofort verkaufen. Und das biete ich hier mit einem Rabatt von 83% an. Und das kann man kaufen. Und wenn derjenige das dann kauft, dann biete ich ein sinnvolles Zusatzangebot, was sonst sehr viel teurer wäre. Und das ist dann dieses. Und das ist die Seite, die unmittelbar danach erscheint. Nun, jetzt kommt etwas Wichtiges. Wenn derjenige denn dieses Angebot Herzlichen nicht. Glückwunsch zu deiner Bestellung meines Am Ja, schon gut. Wenn er das Angebot nicht wahrnehmen will, dann kann er hier unten auf den Link klicken. Und kommt dann weiter auf die Dankesseite. Das ist einer der Punkte, die ich mit keinem einzigen Tracking-Tool richtig erfassen konnte. Egal welches ich genutzt habe. Und wir haben irgendwie 11 oder 12 ausprobiert. Von allen großen Namen, die man so kennt. Sei es CPV Lab, was in Amerika als Standard gilt. Sei es Wicked Reports, was in Amerika von den ganzen großen Herrschaften genutzt wird, sei es Conversion Fly, die zwar mit einer Beta-Phase angefangen haben, aber es nicht auf die Latte gebracht haben. Und was nützt mir Wicked Reports, wenn es Frank Kern und Ryan Dice nutzt, wenn es für mich nicht funktioniert? Nützt nichts. Funzt nicht. Nun, wir haben es mit Sales zugelöst. Wir können das und das ist auch schön. Sollten wir vielleicht mal Frank Kern erzählen. Wir haben hier einige Testfunnel angelegt und ich zeige euch jetzt mal diesen. Oh, habe ich nicht schon wieder gelöscht? Jetzt müssen wir gerade selber gucken. So. Okay, das ist jetzt ein anderer Funnel, der aber genauso aufgebaut ist wie der Werbetexte, die sofort verkaufen Funnel. Den haben wir schon wieder rausgeschmissen. Ich glaube, das war der sogar, wo eben gerade der Peak in dem Graphen war. Ich glaube, das haben wir deshalb auch rausgeschmissen, weil es noch nicht mal löschen konnte. Wie auch immer, ist egal. Also, es ist hier ganz genau dasselbe. Jemand kommt auf ein Angebot, in dem Fall ist es ein Video-Sales-Letter und bekommt dann im Upsell ein Angebot zur Webinar-Flatrate. Wir bieten da Trainingswebinare an. Und wenn ich also diesen Funnel anlege, dann kann ich mit denen auch visualisieren und sehe hier bestimmte Zahlen und Daten. Und hier ist jetzt zum Beispiel dasselbe noch einmal angelegt. Und das ist auch der Testfunnel, den wir im Verkauf hatten. Und hier sieht man dann schön, 548 Besucher waren da drauf, 89 da drauf, 73 da drauf. Und von den 73 sind auch tatsächlich dann alle 73 auf der Dankesseite gelandet. So. Und einen solchen Funnel
Den möchte ich mit euch jetzt mal spaßeshalber anlegen. Genau, richtig, die Webseite ist auch draußen. Okay. Dann müssen wir es tatsächlich so machen. Nehme ich mir die auch. So, ich hinterlege die Seite, indem ich die Seite anlege. Habt ihr jetzt gesehen? Ja, übrigens für die Beta-Tester drei Domains zur Auswahl, so wie ich das jetzt gerade auch eingestellt hatte. Ich hoffe, ihr konntet das sehen, dass ich gerade drei Domains hinterlegt hatte. Dann kann ich meinen Touchpoint hinzufügen. Das ist einer der wichtigsten Punkte innerhalb von Salesforce. Touchpoint, Berührungspunkt, das sind die Punkte, von denen ich sage, das ist der Punkt, wenn der Traffic daherkommt, den du bitte misst, liebes Salesforce Software. Ja, im Großen und Ganzen ist es genau das. Dann habe ich meine Landingpage. Landingpage steht bei uns für alles, was mit der Seite zu tun hat, von der jemand aus dem Internet landet. Ganz einfach, ja. Ich halte Werbung bei Facebook, der klickt drauf, kommt auf eine Landingpage. Ob das eine VSL-Seite ist, ob das eine Eintragungsseite, nein, ob Eintragungsseite ist anders. Ob das eine Text-Landingpage ist, ob das eine Webinar-Seite ist, spielt erstmal keine Rolle. Das ist die Landingpage. Die Landingpage ist in der Regel aber immer das, wo ein Verkauf ausgeübt wird. Das ist die große Unterscheidung übrigens zur Opt-in-Page, die wir uns gleich im Genauen angucken. Da möchte ich euch noch ein kleines Nugget zeigen. So, FB-Ads, Webinar-Test. Dann lege ich den an und dann war es das. So, in dem Moment ist der Touchpoint angelegt. Jetzt dauert es nur deswegen länger, weil es jetzt schon das dritte Mal ist, dass wir das anlegen. Wahrscheinlich fragt sich gerade Sales, wo, warte mal, das hatten wir doch schon mal. Nein. So, ja. Das setzt natürlich voraus, dass mein Tracking-Code hinterlegt ist. Und den kann ich ja dann hier auch verifizieren und kann dann aber auch immer noch mal meinen Tracking-Code holen, wenn ich den irgendwie einsetzen will. Kann ja zum Beispiel sein, dass ich mein Plugin tausche zu zum Beispiel WP Retarget und das dann einsetze. Ja, das ist ja möglich. Aber da ist er. So, und da sieht man es. 4 Wochen, ein Monat, ein Monat. Das ist der Zeitraum, den wir hier gerade tracken. So, und dann kann ich natürlich jetzt hier wieder zurück in meinen FBS Webinar-Test gehen und kann sagen, okay, ich habe einen weiteren Punkt, den ich hier tracken möchte. Und das ist die Webinar Flatrate. So sieht die aus. Wenn jemand praktisch Glückwunsch zu deiner Bestellung. unseren Facebook-Kurs gekauft hat, der kommt dann darauf und der kann dann tatsächlich Teilnehmer unserer Webinare werden. Nenne das jetzt einfach mal Otto. Vor allen Dingen, es ist jetzt keine Landingpage, das ist ganz entscheidend wichtig. Es ist eine Upsell-Seite. Stimmt, jetzt lädt er nochmal neu, jetzt wahrscheinlich schwinden mir jetzt die Sachen, genau. So, jetzt kommt was Schönes. Ich habe ja mein Digistore-Account per IPN hier angebunden. Deswegen brauche ich mir auch wieder nicht das große Kino zu machen und wieder rumzuhüpfen. Nein, ich klicke hier drauf und ich wähle mir meine Webinar-Flatrate aus. Wenn wir gerade mal gucken bei den 624 Millionen Produkten, die wir da hinterlegt haben, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist sie. Das ist die Nummer. Ja, die habe ich mir jetzt natürlich zufälligerweise gemerkt, dass das die Upsell-Nummer ist. Zack. Und in dem Moment sagt Sales so, ey, weißt du was, Mario? Ich trage dir das jetzt alles für dich ein. Du brauchst jetzt nur noch den Touchpoint zu erstellen. Erledigt. Was mir jetzt noch fehlt, wir lassen Sales vorarbeiten. Glückwunsch zu deinem. Gerne. Ah. So, was mir natürlich jetzt noch fehlt, um das Tracking abzuschließen, ist eine Dankesseite. Die nehme ich mir und dann gehe ich wieder in meinen FBS Webinar Test, lege den Touchpoint an und sage Digistore Dankesseite. Und dann hinterlege ich meinen Link, dann sage ich FBS, ich weiß einfach, ASDF dauert mir sonst lang. ASDF Webinar Flat.
wähle wieder mein Produkt aus, da ich ja Salesforce sagen will, dass er bitte hier den Erfolg messen soll oder eben einfach messen soll, ob gekauft wurde oder nicht. Und jetzt kommt was Interessantes. Das passiert gleich auch mit den Leads, den kleinen Schmankerl, den ich euch zeigen will. Denn in dem Moment möchte ich einen weiteren Touchpoint anlegen. Es gibt ja noch einen Berührungspunkt. Schließlich kauft hier ja jemand vorher noch ein anderes Produkt. Ich sage also Salesfu, liebe Salesfu, bitte track mir natürlich auch das andere Produkt. Und das würde ich jetzt nennen ASDF, VSL, egal. Und dann wähle ich mir auch das aus. Da oben ist es. Und wenn ich den Touchpoint anlege, damit ist mein Funnel, mein Upsell-Funnel mit 3 Stufen angelegt. Und schon beginnt die Auswertung. Aber jetzt geht es ja noch weiter. Ich will ja noch einen oben draufsetzen. Nun, jetzt habe ich hier meinen Funnel angelegt und bin damit ja auch sehr glücklich und kann mir den auch visuell abbilden, damit ich das hier nochmal sehe. Und ist klar, das sind jetzt die Zahlen, die dort gezeigt wurden und das Tracking-Skript ist drauf. Das ist natürlich jetzt sozusagen ein duplizierter Funnel. Ich wollte es aber euch trotzdem nochmal zeigen. Nun, jetzt sage ich, okay, alles klar. Ich sende jetzt mal eine E-Mail, eine Standalone-E-Mail. Und dann kann ich hier also sagen, FB Ads Einführungsangebot. Dann die Kampagnenseite, die URL davon hinterlegen und das ist natürlich dann diese hier. Ah ja, stimmt. Ach, er sucht das ja auch noch raus. Siehst du, Pascal, da wärst du jetzt besser gefragt. Da bist du Firmen drin. Eigentlich zeigt dir Salesforce sogar, hey, pass mal auf, das sind die Seiten, die ich innerhalb dieses Funnels gefunden habe. Aber gut, ich bin halt eben da nicht so fit. Also hier sieht man es, ne? Also Salesforce sagt, schlägt dir auch noch Seiten vor, die Salesforce selber erkannt hat. Eigentlich müsstest du noch nicht was tippen, du musst einfach nur reinklicken und dann die entscheidende Seite aussuchen. Dann lege ich an Cost per Klick oder Cost per View. In dem Falle Cost per Klick. Kampagnenbudget sage ich 0 Euro, weil es ist mein E-Mail-Verteiler. Ich brauche dafür kein Budget. Daily Budget lasse ich auch. Jetzt kann ich natürlich noch festlegen, startet heute, endet am Sonntag, sage ich mal. Erledige mein Touchpoint. Hier ist schon die URL hinterlegt, aber ich lege die an, habe meinen Touchpoint, kopiere den Link und kann den dann in mein E-Mail-Marketing verwenden. Um dass das E-Mail-Marketing funktioniert mit Salesforce, gibt es noch ein kleines Skript, was hinterlegt werden muss und damit ist die Sache erledigt. Dafür gibt es natürlich dann umfassende Video-Tutorials, die alle Pascal aufgenommen hat und einen Riesenaufwand betrieben hat, damit das auch schön zu sehen ist. Und das ist im Großen und Ganzen die Basis von Salesforce. Bevor wir jetzt nochmal über den Beta-Test sprechen, zeige ich euch aber noch einmal dazu kurz, wie das mit dem Opt-in-Formular bei uns funktioniert. Und ich glaube, das ist attraktiv genug, um es echt zu zeigen. So, ich hole mir hier jetzt eine Eintragungsseite. Ich zeige euch erstmal, wie die aussieht. Also wir sehen ja hier auf der linken Seite, ja, weil wir haben es vorher. So, das ist unsere Eintragungsseite und warum ich die euch zeige, hat zwei ganz besonders und wichtige Gründe. Denn Grund 1 ist der Download-Button und Grund 2 ist der Download-Button. Jeder, der von euch vielleicht Thrive oder Optimus Press oder Lead Pages nutzt, der weiß, dass die meisten Eintragungsseiten mittlerweile Content enthalten, wie das hier, und zwei Eintragungsformulare. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann kommt natürlich dann per Popover das Eintragungsformular. Nun, wenn ich mein Skript hinterlegt habe, das muss ich glaube ich kaum noch erwähnen, und ich meinen Touchpoint anlege, und das fand ich so geil, als ich das erste Mal gesehen habe, da bin ich echt so, das fand ich so cool. Also ich lege jetzt erstmal meine URL an und sage, Leads.
weil ich mir ja keine Mühe machen. Also ich muss natürlich noch ein Dankesseite anlegen. Gehe dann hin, Formular automatisch konfigurieren. Und dann fragt mich SalesFu, es wurden mehrere Formulare auf der Seite gefunden. Das ist so cool. Dann sage ich, ja, ich würde gerne, erstens mal würde ich gerne mal bitte tracken, das erste Button. So. Zack. Ja, dann trackt mir SalesFu den ersten Button. Aber ich möchte vielleicht in meinem Funnel, den ich hier teste, herausfinden, ob unter Umständen, das kann man nie wissen, vielleicht der zweite Button besser konvertiert. Nun, dann sage ich das. Enter wieder, sagt er, pass mal auf. Und dann sage ich, ja, bitte, zweite. Was passiert jetzt hier? In dem Falle erkennt SalesFu zwei Touchpoints, zwei Berührungspunkte und kann mir nachher sagen, bei dem oberen Button haben sich mehr eingetragen oder vielleicht bei dem unteren. Jetzt mag der ein oder andere sagen, so, ja, was man so in der klassischen Marketerschule gelernt hat, above the fold ist das Wichtigste. Ja, da tragen sich die meisten ein. Ich darf euch da eines Besseren belehren, das stimmt nicht immer. Denn hier ist noch wichtiger Content, der sehr stark zur Beeinflussung beiträgt. Denn hier sieht man von dem, was er bekommen kann, einen Ausschnitt über die Inhalte, was er vorher nicht so erfährt, auch nicht im Video. Das kann sehr stark dazu beitragen, dass er sich noch einmal entscheidet und dann vielleicht guckt, was haben wir denn sonst noch? Ah ja, pass mal auf, ich trage mich jetzt hier ein. Deswegen ist das Tracking davon ebenfalls wichtig. Und ich fand das so fett. Und ich fand das so geil mit den Medien. So, ganz einfach, um das zu erreichen, verknüpfe ich meinen Digistore mit SalesFu, lege mein Tracking-Skript auf der Seite an, lege mein Tracking-Skript bei der beim E-Mail an. Ja, da ist es einfach so, dass es gemacht werden muss. Da werden wir noch irgendwann eine andere Lösung finden, aber bis jetzt ist das so. Dennoch, für alle diejenigen, die schon etwas weiter sind, werdet ihr wissen, dass das eine sehr, 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 sehr starke Simplifizierung ist. Gut, also in den Einstellungen gebe ich natürlich meinen Namen an, meine Unternehmung und meine E-Mail-Adresse und mein Passwort. Da erfahre ich dann meinen IPN-Call und meinen Code und hier natürlich dann etwas zu dem, was ich gebucht habe. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen von der Fülle der Informationen. Wir suchen 100 Beta-Tester, die jetzt schon erkennen, dass SalesFu schon jetzt sehr stark ist und sehr gut funktionieren kann im Werbealltag. Wir brauchen einfach eine etwas größere Menge an Herrschaften, die mit uns einen Belastungstest durchführen. Jedoch, das wisst ihr schon alle, glaube ich, haben wir schon gesagt, ist dieser Beta-Test nicht kostenfrei. Das geht einfach deshalb nicht, weil ihr seht's ja, die Software ist vollständig einsatzbereit. Die ist jetzt fix und fertig einsatzbereit. Die ist noch nicht zu Ende gearbeitet. Einige Meilensteine liegen noch auf dem Weg, die wir erreichen wollen. Einige Updates kommen teilweise Schlag auf Schlag, wie zum Beispiel heute Mittag hat der Nikola hier noch voll was reingeknallt. Das ist echt der absolute Kracher. Und wir sind ambitioniert, wir haben eine Vision, was wir damit erreichen wollen. Wir wollen SalesFu im deutschsprachigen Markt etablieren. Unser großes Ziel ist eine Customer Relationship Management Software. Das heißt also am Ende hierüber wirklich komplett seine Kunden und das Verhalten seiner Kunden analysieren, einschätzen und steuern zu können. Und wir suchen jemanden, der sagt, ich nehme den Beta-Test mit, denn der große Vorteil ist einfach, SalesFu wird ab 99 Euro im Monat beginnen, plus Einrichtungskosten oder plus Einführungs- oder Einweisungskosten, falls jemand sagt, ich muss das in Anspruch nehmen, ich brauche da Unterstützung. 99 Euro im Monat wird SalesFu kosten. Das ist unser erster Pricing Point, den wir angesetzt haben. Der muss am Ende steigen, da wir mit den Updates ja noch nachziehen. Und dann natürlich ich wollte Facebook sagen, das ist gut, das wäre schön, wenn wir jetzt über Facebook reden würden, oder? Nein, also SalesFu wird wachsen.
im Umfang und dementsprechend natürlich mehr Kosten. Für alle Beta-Tester, die heute sich entscheiden, teilnehmen, kostet der ganze Spaß 49 € monatlich, solange ihr dabei sein wollt. Das ist eine Lifetime-Garantie. Egal, was wir noch für Updates bringen, wir werden irgendwann noch komplette Integration von E-Mail-Funnels haben. Wir werden, oder wir denken, glaube ich, darüber nach, ich weiß gar nicht, wie feste dieser Meilenstein ist, Landingpage-Tool mit einbauen. E-Mail-Marketing wird irgendwann kommen. Das heißt also, Salesforce wird groß. Wer jetzt heute dabei sein will, der kann sich das entscheiden. Ich werde das Angebot jetzt gleich mal einblenden. Und vor allen Dingen, wer darüber noch sprechen möchte, der ist jetzt herzlich dazu eingeladen. Ich gehe jetzt hin und mache mal meinen Screen aus und hoffe, dass das auch funktioniert. So. Sehr schön. Nun, das reicht erstmal, ne? Ich wünsche mir sehr, dass ihr dabei seid. Wir können das sehr gebrauchen, diese Unterstützung. Und wie gesagt, es ist nun mal so, dass diese Software fertig einsatzbereit ist. Wir wollen aber nicht an den Markt, weil wir wollen nicht dafür riskieren, dass der ein oder andere Haken noch stattfindet und jemand sagt, ey, was habt ihr hier für ein Mist? Deswegen habt ihr hier die Möglichkeit, in dieser Version eine Software zu bekommen, die eigentlich das Doppelte wert ist. Außerdem kommt noch hinzu, dass ihr mitbestimmen könnt, wie sich Salesforce entwickeln soll. Das heißt, natürlich habt ihr jetzt die Möglichkeit als Beta-Tester noch einmal größeren Einfluss darauf zu nehmen, in welche Richtung sich Salesforce entwickelt. Das heißt, jeder hat hier die Möglichkeit, nach persönlichem Be Geschmack noch einmal Einfluss zu nehmen. Ich glaube, das sind für die Dinge, die wir mit Salesforce vorhaben, große, starke Vorteile. Stellt euch vor, im Arbeitsalltag, ich muss nicht mehr nach Facebook meine Daten auswerten, ich muss danach nicht nochmal nach Google Analytics oder in mein E-Mail-Marketing-Tool reingucken oder in diese Software oder jene Software, dann auch noch in mit meinem Taschenrechner und was auch immer. Nein, da ist dann Salesforce, da klicke ich mich zum Beispiel, also ich bin ein echter Zahlen-Junkie, ich gebe es ja offen zu, ich bin jeden Morgen in meinen Tracking-Tools drinne. Ich klicke mich also mittlerweile morgens einfach nur in Salesforce rein und gucke mir meine Daten an, brauche in meine Kampagnen zu gucken. Voll geil ist, ich muss mich nicht in Salesforce einloggen, wenn ich mal eben schnell eine Kampagne erstellen will. Dann muss ich das theoretisch gar nicht in Salesforce tun, sondern ich könnte das zum Beispiel hierüber tun. Über den Campaign Builder von Google. Ja, wie das jetzt hier zum Beispiel gemacht wurde. Ja. All diese Möglichkeiten bestehen. Und Salesforce erleichtert mir erheblich den Alltag. Dieses ganze Skript hinterlegen, anlegen mit CPV Lab, um Leads zu tracken. Ich habe bald Kopfschmerzen gekriegt. Für alle diejenigen, die jetzt noch Fragen haben, starten wir jetzt unsere FAQ. Und ich mache jetzt mal nicht die FAQ-Folie an, die würde jetzt hier kommen. Da, ja, die lasse ich jetzt einfach mal aus. Naja, die seht ihr jetzt sowieso schon immer. Das ist gut, ja, fein. Nein, das Bild hängt nicht. Herbert, das ist ganz klar auch etwas, was am Ende dafür. Okay. Herbert, das ist ganz klar auch für den Offline-Bereich einsetzbar, beziehungsweise für den Mix Online und Offline. Also zum Beispiel der Plan ist, dass jemand online etwas anfordert, da seine Versandadresse hinterlegt und Salesforce dann eine Datei an den Versand schickt zum Beispiel, damit der Versand weiß, okay, hier muss was rausgehen. Ja, ist natürlich nicht nur mit Digistore 24 sinnvoll. Wir haben hier Digistore jetzt als erstes eingebunden, weil das die größte Schwachstelle im deutschen Markt war, die größte Lücke. Es wäre zum Beispiel auch denkbar, mit Stripe
mit Stripe oder mit PayPal. Guck mal unter Offers, da müsst ihr den Link eigentlich sehen. Müsste eigentlich eingeblendet sein. Ne? So, ihr Lieben. Fenster ist dunkel, aber ihr dürft trotzdem Fragen stellen. Gibt es irgendetwas, was ihr wissen wollt? Wir unterstützen euch übrigens auch in der Facebook-Gruppe. Wir unterstützen euch im Grundsätzlichen auch dabei, Funnel aufzubauen und Traffic aufzubauen, sowie überhaupt die Vermarktung an sich anzustoßen. Wir sind also nicht nur dabei, um bei dem Tracking-Tool als solches zu helfen. Da sind wir halt einfach, das ist halt eben normal. Pascal und ich wollen gerne unterstützend sein. Das wäre vielleicht auch noch eine tolle Sache und ein toller Vorteil dafür. Du bist schon als Beta-Tester angemeldet. Ah, schön. Gibt es denn sonst noch jemanden, der hier irgendwie eine konkrete Frage hat? Genau. Funnel duplizieren. Kommt auch noch dazu. Ah, da hat der Pascal drauf geantwortet. Also du kannst so viele Funnel anlegen, wie du willst. Eigentlich solltest du das haben, Mitch, ja. Susanne, das ist korrekt. Im Großen und Ganzen ist es genau das, was ich da eben gezeigt habe mit diesen Telefonträten. Salesforce ist das ist die Schnittstelle, wo einfach alles zuläuft. Ja, das ist praktisch der Bereich, wo die Auswertung deiner Unternehmung im Internet abläuft. Wo ich also weiß, ah ja, alles klar, das ist heute reingekommen, das ist an Leads drin gewesen, das habe ich an Sales gemacht, das habe ich ausgegeben heute oder insgesamt, vielleicht über den Zeitraum, den ich festlege. Und anhand dieser Daten kann ich dann auch entscheiden, was ist denn da nicht so gut gelaufen? Ah, ich gehe mal in die Tiefe, was ist denn da gewesen? Wie jetzt eben zum Beispiel der 41 Sekunden Ladezeit, das ist nicht gut für ein Video, was kann ich verbessern? Nein, im Meilenstein 1 ersetzt das kein Klicktipp, es arbeitet mit Klicktipp zusammen. Richtig, maximal drei Domains, alle Beta-Tester, also das Zukaufen von Domains ist kostenpflichtig. Für die Beta-Tester ist es aber nur 1 € pro Domain. Das wird natürlich für die normalen Käufer etwas teurer werden. Aber für die Beta-Tester ist es halt 1 €. Das heißt, du kannst auch 6, 7, 8 Domains haben, dann wirst du halt eben, wenn du jetzt, sagen wir mal, 6 Domains hast, 3 für 3 € dazu kaufen im Monat. Richtig, so ist es. Denn wenn du die anderen Tracking-Tools anguckst, du bist vor allen Dingen bei anderen Tracking-Tools im Traffic limitiert. Die sagen dir so und so viel Traffic, ab dann wird es teurer. Die sagen dir so und so viele Domains, ab dann wird es teurer. Und das ist bei uns nicht so. Vor allen Dingen nicht für die Beta-Tester. Sicherlich wird das bei Release sein müssen, weil wir haben ja einen dedizierten Server, auf dem das Ganze abläuft, den wir ja auch bezahlen, und der dann mehr Leistung braucht, je mehr Leute kommen. Irgendwann wird das sein, dass wir natürlich den Traffic beschränken müssen pro Account. Und das habt ihr alles nicht. Plus, dass wir euch zeigen, wie das überhaupt mit dem Traffic funktioniert. Selbstverständlich, Manu, Downsells gehen auch. Habe ich eben, glaube ich, gezeigt. Also, beziehungsweise habe ich nicht gezeigt, sondern konnte man da vielleicht sehen. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich das auf die Schnelle abrufen kann, dann zeige ich dir das. Ja. Es ist eine Downsell-Page, die liegt jetzt relativ weit unten unter den Touchpoints, war jetzt so direkt nicht zu sehen. Aber natürlich ist es da. Es ist halt eine Downsell-Page, so wird es genannt. Genau. Was der Pascal ja auch schreibt, ist, dass SalesFoo, der dedizierte Server, in einem Schweizer Bunker liegt, mitten in einem Berg. Und das ist natürlich etwas, was wir wissen wollten, was uns besonders wichtig war, was ihr eben auch gesehen habt. Wir wollen den
Datenschutz hier ziemlich groß auf unsere Fahne schreiben. Denn das ist in Deutschland und im deutschsprachigen Raum ziemlich wichtig. Und deshalb zeige ich jetzt zum Beispiel nicht meine Leads oder meine Affiliates, weil das einfach wieder datenschutzrechtlich nicht so einwandfrei ist. Das macht man einfach nicht. Und an solche Dinge halten wir uns einfach konsequent. Ja, Thomas, das ist eigentlich sehr schnell, denn wenn der Test abgeschlossen ist, ja, ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, maximal 4 Wochen, dann wird das Ding teurer. Also wenn wir jetzt 100 Leute auf der Seite haben und wir merken, das Ding performt super, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Idee zu sagen, komm, lass uns nochmal 100 Leute reinholen, einfach um zu sehen, ob es dann nochmal krasser wird. Wir haben ja jetzt schon Leute drin, irgendwie was mit 40 oder 50 Stück, 20 Beta-Tester, die gebucht haben, und unsere Mastermind-Mitglieder. Es kann bis jetzt alles angebunden werden an SalesFu. Ja, es gibt zum Beispiel Klicktip problemlos anzubinden. Darf man halt nur nicht den Iframe-Code holen, da muss man einfach nur den Raw-Code holen als für die Formulare. Das ist der einzige Punkt, den man beachten sollte. Richtig, du kannst reingucken und kannst sofort sehen, wer sich bei dir angemeldet hat. Ganz genau. Susanne, was meinst du mit vor dem Herbst schaffen wir das ja nicht? Kannst du nochmal erklären, damit ich vielleicht drauf eingehen kann? Ach so, ja, das ist, kann ich fast gar nichts draus sagen, das ist leider so. Wir haben natürlich unsere Wissen, ne? Und machen den Beta-Test jetzt nicht umsonst, da wir auch sagen, allerspätestens Mai müssen wir raus mit der Software. Thomas, wir machen eine Videoschulung, aber wir machen keinen Videokurs. Wir können das gerne zum Beispiel über Zoom machen, eine Software, die ziemlich stabil funktioniert, die wir einsetzen für Online-Workshops. Wäre möglich, ist denkbar. Wenn hier jemand noch konkrete Fragen haben sollte und die lieber mit uns persönlich besprechen will, dann bieten Pascal und ich auch dieses persönliche Gespräch an. Also bitte der ein oder andere, wenn er sagt, hier will ich drüber reden, ne, dann gerne melden. Claudio hatte noch eine Frage. Ich suche dich, Claudio. Da bist du gerade untergegangen. Steht aber so nicht in den Einstellungen. Ist korrekt. Du kannst zum Beispiel dich direkt an den Pascal wenden oder an mich. Geht beides, einfach eine E-Mail schreiben. Dann passt das auch. Sehr gut, Claudio. Ast rein. Ah, passt. Okay. Sonst keine Fragen mehr? Also für euch geben wir das jetzt noch mal raus als Aufzeichnung. Dann hoffen wir, dass das hiermit soweit geklärt ist.
Ja, Thomas. wir können nicht mit einer halbfertigen Software auf eine Messe gehen, was aber, wo wir auf jeden Fall hingehören, ganz klar. Und du kannst davon ausgehen, dass wir, wenn wir rausgehen können an die Öffentlichkeit, so richtig unsere Software ausrollen können in den Markt, dass wir präsent sind. Gut. Dann finde ich auch. Also ich meine, das hat 2 Jahre echt harte Arbeit gekostet, aber jetzt ist es fertig. Es funktioniert mit ActiveCampaign. Ich nutze ActiveCampaign. Das heißt, alles, was du heute gesehen hast, war ActiveCampaign. Schönen Abend noch, Mitch. Wünsche dir alles Gute. Genau, also es funktioniert mit absolut jedem E-Mail-Marketing-Tool. Dank dir, Claudio. Schön. Tschö. So, ihr Lieben, bitte noch Fragen. Ansonsten kommen wir zum Ende. Ich fand's cool, dass dennoch so viele noch bis zum Schluss dabei geblieben sind. Haben auch schon das Angebot wahrgenommen, finde ich cool. Entscheidet euch. Ist eine gute Chance, dabei zu sein und mitzubestimmen. Okay, kommen keine weiteren Fragen. Dann bedanke ich mich im Namen der Firma Sailway, im Namen von Jörg, Nicola, Pascal, meiner Wenigkeit. Fand's klasse, heute hier zu sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Bye bye.